Beim Heidi gibt es keine WC. Ah, und Spassel ist auch nicht mal. Also du sagst, wenn ich nochmal loslege. Ja, los. Ja. Also herzlich willkommen zu unserer ersten Sitzung heute am Freitag, der 30. September. Ich freue mich sehr, dass wir in den neuen Räumen hier zusammenkommen. Wir sehen ja, wie wunderbar das alles geworden ist, aber natürlich ist immer noch oder liegt noch sehr, sehr viel Arbeit. Tatsächlich ein historischer Plan vom Haus. Ja, aber ein bisschen steiler bitte, Robert. Und es gab offensichtlich auch nochmal Leute, die darüber nachgedacht haben, das irgendwie extern zu vermieten. Basler Versicherung. Und dann eine Versicherung und da Reklameschilder drauf zu machen. Und oben noch Bierreklame und sowas. Aber wir haben viele historische Pläne noch vom Haus hier, Basti. Die liegen alle da drüben im historischen Büro mit dabei. Die sind echt toll. Aber natürlich. Weil die sind ja alle handgezeichnet und so, das ist schon, hat schon was. Oh, wow. Und das Coole war ja auch, dass als das Dach saniert wurde, 2013, haben Bauarbeiter einen Brief gefunden aus den 50er Jahren, das war jetzt in einem Rohr versteckt. Wow. Weil die haben ja den, wie viel Stock ist es? Vierte? Draufgesetzt, 1954 oder was. Und dann haben die zwei aktuelle Ausgaben von der Fränkischen Tagespost da rein und den Brief und haben richtig reingeschrieben, was sie da jetzt gemacht haben und warum und kurz die Geschichte vom Haus. Und haben dann noch dazu geschrieben, dass sie das eben machen, dass auch die nachfolgenden Geschlechter sehen, was dieses Haus für eine Geschichte hat. Und das haben die Bauarbeiter gefunden und da haben wir ganz schön geschaut.